Grüß dir Gott, Herr Filsner. Du, gell, diese elektrische Bastlerei da herin, hört sich fein auf. Das kannst du in deinem Zimmer drum machen, aber nicht da in der Gaststube. Also pack den Klump da zusammen. Das ist keine elektrische Bastlerei, Herr Filsner, das ist Elektronik und mein erlernter Beruf. Oder soll ich mich in meiner Freizeit lieber mit einer Tochter beschäftigen? Du, gell, trau dich ja nicht. Du bist bei mir als keiner, sonst nix. Das darf man gerade noch abgeben, meine Tochter und der Kellner. Ja, das geht freilich nicht. Ein Aushilfskellner und die Tochter vom reichen Brei. Ja, wenn's das nur einsiehst. Ja. Also, dann mach die Arbeit, für die du gezahlt wirst. Riech die Biergläser her, die Kirche wird gleich aussehen. Und die Gemeinderäte kommen auch gleich. Ja, was ist denn, Ria, die heute? Mei, wenn man sich da nicht um alles kümmert, dann passiert überhaupt nichts da herin. Ja, bin ja schon unterwegs, Herr Filsner. Ja. Jesus, muss ich schauen, ob in der Küche auch so trützelt wird. Morgen, Papa. Deine kleine Tochter bewegt sich auch schon schön langsam. Mein Lieber, da musst du an jeden anschieben, dass er die Füße nicht einschlafen. Papa, reg dich nicht auf. Wir wissen ja, wie wir die nicht hätten, müssen wir glatt zuspannen. Ja, wenn du das nur einsiehst. Ja, sag mal, wie läufst denn du heute rum? Du, in dem Klamps kannst du dich bei den Gästen nicht blicken lassen. Wieso nicht? Ich bin doch ganz normal angezogen. Was? Normal nennst du das? Du, wir sind doch nicht in einer Großstadt geboren, sondern beim Filznerbrei. Unsere Gäste wollen eine gute Figur in einem sauberen Dirndl sehen. Gang mal drauf ab, meine männlichen Gästwebsel machen. Jetzt rückst du mal einen Stammtisch her, der Gemeinderat wird gleich da sein. Und da ziehst du gefährlichst um. Mei, oh mei. Heute ist er wieder beim linken Fuß aufgestanden. Guten Morgen, Sabine. Morgen, Thomas. Hat dich mein Vater auch schon abgepfiffen? Ja, allerdings. Nur der Mann wohl. Bloß weil ich bei ihm sozusagen mein Gnadenbrot verdient. Er braucht bloß Pfeifer und ich muss dann wie so ein Stehaufmandel durch die Gegend hupfen. Na, das musst du freilich nicht. Weißt, Thomas, der Papa wird immer ein bisschen nervös, wenn sein Gemeinderat zusammenkommt. Ein bisschen nervös ist gut, ja. Du, der rennt ja rum, es wird ein narrischer Webs. Ja, der beruhigt sich schon wieder. Mhm. Am besten mal geht er mal aus dem Weg. Tja, das ist nur leider nicht gut möglich. Was anders? Warst du schon auf dem Arbeitsamt? Allerdings. Ja, haben die noch immer nichts für die? Na, woher denn? Elektriker gibt's doch wie Sand am Meer. Tja, in unserer Gegend gibt's halt einfach viel zu wenig Industrie. Und der Kreuzer, bei dem ich gearbeitet habe, ja, der kann ich auch nicht mehr brauchen. Ja, der steht selber unter Druck, weil er mit seinem kleinen Betrieb nicht mehr konkurrenzfähig ist. Tja, darum mache ich bei euch da einen Aushilfskellner. Immer noch besser, wie auf der Straße sitzen und Arbeitslosengeld kassieren. Ja, da hast du recht. Ja, wieso? Kannst du vielleicht schon gar nicht mehr da warten, bis du mir los wärst? Aber na, Thomas, ich bin doch froh, dass du da bist. Wo soll man denn so schnell einen Aushilfskellner herkriegen? Ach so? Und ich hab aber jetzt geklappt. Was hast du geklappt? Ah, nix. Das Geschäft ist wichtiger. Hast du was anderes gemeint? Was so ein liebs und nettes Mädel, wenn's nicht so eingebildet war. Ah, der erste von der Gemeinderät war schon daher. Grüß dich. Grüß dich. Sag mal. Ist denn die Kirche schon aus? Ja, das weiß ich nicht. Wieso? Ja, weißt du, ich bin schon ein bisschen hergegangen. Ach so, ich verstehe schon, ja. Und, was darf ich bringen? Im Moment nichts. Oh, das ist aber nicht viel. Ja, weißt du, ich möchte warten, bis der Wirt kommt. Vielleicht gibt's ein Freibier. Haben wir doch jetzt dann in der Sitzung so schwer arbeiten müssen. Also, ich weiß noch nichts von wegen einem Freibier. Na, weiter. Der wird sich doch nicht lumpen lassen wegen einem halben Bier. Für einen notleidenden Bauern. Hm? Morgen! Morgen! Der Gorslechner. Du, in der Schule war er immer der Letzte, aber im Wirtshaus immer der Erste. Na, Herzberger, was darf ich bringen? Ja, ich möchte. Na, lauf der Zeit, Flori mit dem Stein.
Vielleicht gibt's ein Freibier. Ja. Ein Freibier? Ach so. Ja, dann warte ich noch ein bisschen. Grüß Gott, mein Name. Grüß dich, Flohbichler. Geh weiter, Gustl, hock dich her da zu uns. Thomas, ein halbe. Hell oder dunkel? Geh zu, du Holzkopf. Ich hab alles gestanden, dabei ja noch nie ein Hells getrunken. Ja. Lass dir Zeit, Gustl, mit dem Stein. Vielleicht spendiert der Bürgermeister ein Freibier. Oh, Freibier? Dass ich nicht lacht. Der Geizkrank, der darf am liebsten seine Nurgel noch verkaufen. Da hast recht. Nein, nein, lieber nicht. Das schaut ja gar so aus, als wie wenn ich mich als Gemeinderat vom Bürgermeister bestechen lassen darf. Bestechen lassen? Du, die? Das meine ich auch bei ihm nicht so schwer. Ah, da seid ihr ja schon. Grüß euch. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ja, was ist denn das? Hm? Haben die noch kein Bier nicht gekriegt? Vielleicht schaust du, dass du Bier herbringst, der Lohm Sieder. Oder müssen die meine Gäste erst beteln? Ja, aber. Ja, nein, nein, also beteln gehen wir nicht, Alois. Nein, nein, das haben wir nicht notwendig. Mhm. Nein, wir haben halt gemeint, du spendierst unser Bier. Okay, Walter, das hörst du nicht so nötig. Na ja, von mir aus. Freibier für meine Gäste. Ja. Komm, so warte, Pilsner. Hey, 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 Freibier hab ich gesagt. Von den Brezen war kein Red. Die werden verzahlt. Gerd. Jetzt mach doch kein so ein Geschiss wegen drei Brezen. Ja. Ja, ist ja gut, dann gingen halt die Brezen auch noch mit. Ja, also. Das lob ich mir. Und er hätte gemeint, der war so geizig, dass er sogar seine Nurgel noch verkauft hat. Was? Ja, du gschirr der Hand, du! Ja, Mann. Du hast ja du gesagt. Glaub ihm kein Wort, alle. Ja. Ich hab gesagt, dass ich nicht bestechlich bin. Ich. So, zum Wohl. Ja, und was ist mit mir? Krieg ich keins? Ja, Sie haben nur ein Bier für die Gäste bestellt. Ah, und ich soll mir's mal ans Tisch gehen, oder was? Komm zu Ort. Eine halbe Filzner-Brei für Herrn Filzner. Ja, lieber, mit sowas von einem Kellner muss mich hier rumärgern. Mhm. Zeiten sind das heutzutage. Ja, aber lieber ist er mir schon wie die alte Karte. Ja, ja. Du, bei der hast du vor dem Angelusleiten überhaupt kein Bier gekriegt. Ja. So, Herr Filzner. Ja, zum Wohl. Alles dann. Also dann. Schwören wir's, hab ich. Prost! Prost! Also, Mann, passt auf. Das heute da, das ist ja sozusagen nur eine Vorbesprechung, gell? Also praktisch rein privat. Die richtige, beschlussfassende Sitzung, die ist dann morgen im Rathaus. Ja, aber da herin darf man besser passen. Ja, das glaube ich. Dass ihr euch wieder Volllauf verlassen könnt auf meine Kosten, gell? Geh weiter. Von einer halbe werden wir nicht recht voll werden. Nein, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja, richtig. Ein Schnaps hätte man mal vergessen. Oder gehört der nicht zum Freibier? Also meinetwegen. Hernach kriegt dann jeder ein paar Weißwürste, aber da muss er Ruhe sein, gell? Thomas, Rundenschnaps. Jawohl. Wieso eigentlich eine Ruhe? Wir sind doch eh ganz friedlich, oder? Alle, solange sie auf meine Kosten essen und saufen könnt. Also passt auf, Mann. Ein gewisser Karel Stritznicek, der hat bei der Gemeinde einen Antrag auf Eröffnung einer Diskothek gestellt. Hä? Wie heißt der? Stritznicek. Ja, und was will der da bei uns? Ja, horcht halt zu. Also heißen tut der Karel Stritznicek. Er ist ein Tschech. Aber er hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Hm, ein Tschech? Und die deutsche Staatsangehörigkeit? Ja. Also was bei uns nicht alles gibt. Ja, und er möchte bei uns eine Diskothek aufmachen. Stritznicek. Also, so ein Name gehört halt verboten. Ja, da bricht man sich ja die Zunge ab. Und Zahnproteste darfst du auch keine haben. Prost, Prost. Prost. Eine Bibliothek möchte ich aufmachen. Nein, eine Diskothek. Zu was? Hä? Eine Diskothek? Da müssen wir jetzt bei uns auch schon so ein neumodisches Zeugs live führen. Jetzt hört's halt einmal zu. Nein. In einer Diskothek, da arbeitet ein Disc-Jockey, nicht? Da kriegen wir da eine Rennbahn. Nein. Also, man möchte es nicht glauben, mit was man heutzutage alles so Geld verdienen kann. Ja, also, ein Disc-Jockey hockt ja auf dem Ringgaul. Nein.
Ein Diskjockey, der legt Platten auf und macht eine laute Musik. Ja, und die Jungen, die wackeln dann im Takt dazu. Sind die da schon so gesuffert, dass sie nicht mehr stehen können? Ganz halt ein bisschen anders wie mir, nicht? Also Alkohol gibt's da keinen. Ja, aber zu was brauchen die dann eine Diskothek? Tanzen können sie bei dir im Sojum auch. Weil die jungen Leute unter sich sein wollen. Hast du so schon andauernd in der Gemeinde, dass wir nichts tun für die Jugend? Da war doch so eine Diskothek gerade das Richtige. Ja, da könnten sie dann ihre überschüssigen Kräfte auslassen. Das könnten sie bei mir auch. In meinem Stall. Jedenfalls besser, als wir Zäune reißen, Autos demolieren und Scheiben schmeißen. Und außerdem war das für uns ein Geschäft. Du, und wo soll denn da die Diskothek eingerichtet werden? Ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das machen wir noch morgen im Rathaus. Wo soll die neue Disco-Dings eingerichtet werden? Also gut, in meinem alten Lagerhaus, das ich sowieso nicht mehr brauche. Ja, es muss halt dementsprechend umgebaut werden, nicht? Also, ein Geschäft wäre das für uns. Ja. Wieso? Ja. Wieso wäre das ein Geschäft für uns? Das Geschäft macht doch der Stritzelschreck. Stritzelschreck. Also passt auf, so ein Umbau, der kostet natürlich Geld, nicht? Ja, so ungefähr 80.000 Euro. Der Stritzelschreck hat aber bloß 40.000. Jetzt hat er gemeint, wenn er mir jeder von uns 10.000 Euro leichert hat, dann darf uns er mit 8% am Umsatz beteiligen. Ja, das war doch was, oder? Ja, warum geht er nicht auf Bank und leiht sich eins? Ja, weil er keine Sicherheiten bieten kann. Ja, und wie hoch wird dann so beiläufig sein Umsatz sein? Na ja, so 8.000 Euro. Hm? Im Jahr? Ja, im Monat. Was? 8.000 im Monat? Aha. Ja, das waren ja dann, das waren... Okay, Thomas, gib mir mal einen Schreiber und ein paar Bilder. Log dich nicht, Gorslechner. Das waren ca. 640 Euro jeden Monat. Genau. Ja, das war ein Geschäft. Was? 640 Euro jedes Monat? Ja. Nicht schlecht. Ja. Also noch, Prost auf das Geschäft. Ja, Prost. Was ist? Kriegen wir noch ein Bier? Vom Bier aus geht's hier. Und dein Schnaps nicht vergessen. Ja, du. So, Thomas, noch mal vier halbe. Jawohl, Herr Fitzner. Du, Alois. Und dein altes Lagerhaus, kauft er das? Nein, das verbraucht er langfristig. Aha. Und wie viel so beiläufig? Ja, das ist nicht der Rede wert. Und wie viel? Das geht euch nicht so, das ist meine Sache. Übrigens, Getränke wie Limo und Cola liefert auch ich. Aha, die Getränke lieferst du? Ehrlich? Ja, und wie? Ja, du kriegst einen Auftrag über die Fußböden und die ganze Inneneinrichtung. Ja, und ich? Du, Hirnsberger, du machst die elektrischen Installationen. Ah. Und ich lieber der Mille. Geh, du weißt nicht. Die trinken doch keine Mille. Nicht, aber gesünder war es schon mit deinen Krachern. So, zum Wohl, bitteschön. Also dann, Prost auf die Zulieferer. Ja, Prost. Ja, Thomas, noch mal einen Schnaps. Du Gelbstein, du ich. Jawohl, du kriegst den Zuschlag. Ja, ja. Ja, also bei so einem Geschäft darf er nichts rein, Bürgermeister. Ja, also gut, Thomas, noch eine Runde. Jawohl. Also, dann seid ihr einverstanden. Ja, aber alles, also 10.000 Euro ist für schon ein Haufen Geld. Wenn du nicht kannst oder nicht magst, dann lass das bleiben. Dann spring halt ich noch mal mit 10.000 rein. Nein. Dann kriegst du ja das Doppelte von dem Schnitzelspeck da. Nein, ich zahl meine 10.000 schon, Freunde. Ich hab's ja. Also, mir ist auch recht. Meinetwegen. Aber wie geht das? Muss jetzt da jeder von uns ihm das Geld bringen? Nein. Ich lass bei der Sparkasse ein Sperrkonto einrichten, verstehst? Und da drauf zahlen wir ein. Ja, und wenn dann der Stritzelcheck seine 40.000 zweckgebunden verbraucht hat, dann kann er unsere 40.000 abheben. Ist noch alles klar? Klar. Gut, dann können wir die Weißwürst bestellen. Thomas, viermal Weißwürst in der Küche. Ja, Herr Pilsner. So, jetzt auch. Ja, Prost. Ja,
Ja, aber eins passt mir für jetzt noch nicht, gell? Ja, ihr drei macht jetzt da als Zulieferer alle nur ein Geschäft. Und ich war praktisch ausgeschmiert. Ja, dann liefert halt der Milli. Vielleicht gewöhnen sie sich dran. Ja. Bloß Banschen darfst du halt nicht dabei. Genau. Ja, da holen sie einen Blauch bloß und dann reißt die Zange. Oh, bitte, da Ruhe ist jetzt. Ja. Gott, die Herren. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ja, Respekt. Fußnerin, das lasse ich mir gefallen. Sabine hat mir besser gefallen. Okay. Gaslechner, solche Sachen, die hast doch du schon lange vergessen. Und wenn nicht, dann wird's höchste Zeit. Ja. Du hast dich nicht täuschen, Wirtin. Wann ich einmal anfange. Ja. Ja. Aber du fangst ja nicht an. Ja, wie weiß, Bürgermeister, kriegen wir da einen Schnaps? Ja, genau, zur besseren Verdauung. Ja, ist ja gut, von mir aus. Aber dann muss er Ruhe sein, gell? Thomas, schenk noch mal runter rein. Aber Herr Filzner, geh, die schauen ja schon ganz schürglert. Kümmert dich du nicht um das Geschaut von unseren Gästen. Die schauen alle Weiher so. Das ist bei denen angeboren. So. Herr Papa, der Gaslechner kennt seine Kirche nicht mehr, wenn er heimkommt. Weil es nur drei Pappen, das ist mein Geschäft. Die Wirte, die Gäste zahlt man drauf. Ja, besonders wenn Gäste nichts zahlen brauchen. Also sag mal, das Lastendl wird immer frecher und schnappiger. Mein Lieber, der, wo dir mal heirat, der wird was zum Beißen haben. Ja, wie mir mit deinen Würst. Was? Wie meinst du das? Ja, die Würst haben wir die Schwindsucht. Okay. Der hat schon eher so um die Wassersucht. Ja, ja, da spritzt da schon das Wasser raus, wenn du das bloß anschaust. Also das Beste an deinen Würst ist die Haut. Und die. Ja, sag mal, wie haben wir es denn da? Zuerst schmarotzen und dann noch kritisieren. Das mag ich vielleicht. Wir schmatzen nicht. Na, wo? Wir zuzeln. Aber die Haut, die zieht sich ja wie ein Gummi. Ja, und der kreislige Fussel von Kartoffelschnaps ist auch nicht viel besser. Was? Du willst jetzt voll vergiften, ha? Aha, aber saufen tut sie schon, gell? Ja, bleibt uns schon nichts anderes übrig. Mit deinen Würst verringt man sie ja am Morgen. Ja, Herrschaft, seid noch mal nein. Ihr habt es doch so haben wollen. Ihr habt doch einen Kram nicht voll genug kriegen können. Ja, geh weiter, du. Das kannst du nicht mit uns machen. Ja, wir sind ja schließlich die Gemeinderäte. Ja, und keine Sommerfrischen. Ja, Himmel, Kreuzsakra. Gelobt sei Jesus Christus. Da ist ja der ganze Gemeinderat. Gut, dass ihr alle zusammen seid. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ja, ist ja nicht Kirchen abgehauen. Oder haben sie ein Opferstück ausgeraubt? Weder das eine noch das andere. Ja, wo ist dann? Viel schlimmer. Schlimmer? Die große Glocke im Turm ist samt Glockenstuhl zusammengebrochen. Was? Und in den Turm gefallen. Ach so. Die Zwischenböden und die Treppen sind zusammengebrochen. Zum Glück war der Meister nicht im Turm. Den hätt's doch glatt erschlagen. So. Aha. Na und? Das fragt ihr noch? Die Glocke ist zersprungen, die ist nicht mehr verwendbar. Wer ruft denn jetzt die Gläubigen zur Andacht? Ja, da muss ja der Gemeindediener durchs Dorf gehen und bibbeln. Wie früher auch, oder? Geislechner, schäm dich. Durch die Glocke ruft der Herr seine Gläubigen zu sich. Aber nicht mit der Hand bibbeln, von einem Gemeindediener. Und was hat das mit uns zu tun? Was sollen wir da machen? Eine neue Glocke samt Glockenstuhl stiften. Ah, nein, Glocken stiften. Was darf noch die Beiläufe kosten? Also, wenn jeder von euch mit gutem Beispiel vorangeht und an der Reparatur des Glockenstuhls mitarbeitet und wenn jeder so ungefähr 1000 Euro spendet, dann könnte es funktionieren. Den Rest übernimmt die Kirche. Vorangehen, Monas. Ich gehe jetzt lieber hinten hoch. Ja, wir können doch nicht so einfach 1000 Euro aus die Ärmel schütteln. Und ihr wollt Christen sein? Der Geistrechner, der größte und reichste Bauer der Gegend, der Hirnsberger mit seinem großen, weitum einzigen Elektrogeschäft und der Flohbichler mit seiner Großzimmerei. Ihr wollt behaupten, dass ihr keine 1000 Euro für euren Herrgott übrig habt. Schämt ihr euch denn nicht? Ja, mein Hochwürden, schauen Sie, ich bin ein einfacher, notleidender Bauer. Wenn ich keine Subventionen vom Staat nicht kriege, müssen die direkt von der Fürsorge leben. Ja, sie, ich muss ja direkt 1000 Euro Schulden machen.
Also, mein Geschäft geht auch nicht so gut, wie Sie meinen. Herr Pfarrer, die Unkosten und Steuern, die ruinieren mich noch. Mir klang es gerade noch zum Leben. Aber Hirnsberger, du hast doch in den letzten 3 Jahren 2 Häuser gebaut. Wo hast du denn da das Geld hergenommen? Ja, mit Hypotheken. Die Zinsen fressen mir auch. Ja, ja. Und ich mit meiner Zimmerei. Ja, was glaubst du denn, was ich Steuern, Versicherungen und Löhne zahlen muss? Also ich muss ja froh sein, wenn ich mir das Holz noch kaufen kann. Ich wollte, ich hätte 1000 Euro über. So, meine Herren, zum Wohl. Du, ich hab ein Quorum bestellt. Die geht auf meine Rechnung. Was? Die stifte ich dem notleidenden Gemeinderat. Ja, da schauen Sie her. Stimmt schon so. Ja. Das ist natürlich was anderes. Dankeschön. Also, Prost. Prost. Seit wann bist du so großzügig? Seit ich gemerkt hab, was ihr für armselige Hungerleider seid. Du geil. Du mein Gemeinderat nicht beleidigen, sonst schmeiß ich den aus. Also, ihr habt doch wohl überhaupt kein Schamgefühl mehr. Und auch keinen christlichen Glauben. Am Thomas könnt ihr euch alle ein Beispiel nehmen. Der hat nur wirklich nichts. Ja, einen geschenkten Gaul schaut mir nicht ins Maul. Flobich, dann komm. Geh du mit gutem Beispiel voran. Bau einen neuen Glockenstuhl zwischen Böden und Treppen. Gib deinem Herzen einen Stoß um Gotteslohn. Gotteslohn? Die Währung kann ich nicht hochwürden. Halt dein gotteslästerliches Maul, Flohbichler. Da hört sich doch alles auf. Bei euch gilt der Herrgott wohl überhaupt nichts mehr. Also das darf uns jetzt auch nicht sagen, Herr Pfarrer. Wir geben jetzt mal unser Spende den Opferstock. Da kannst du schon bald 3 Kloppen damit kaufen. Ja, ein ansehnlicher Teil eurer Spenden besteht aus Cents und Hosenknöpfen. Oh mein, die klappen auch ganz schief ins Neufall. Ja, aber ich muss jetzt heim, gell? Ja. Weil sonst schimpft mir heute, wie ich wieder zum Mittag ist und spacken. Ja, so. Gut, dass du das wenigstens einsiehst. Es gibt doch nichts Schöneres als ein Liebesweib und ein trautes Heim, gell? Ja, hast das, liebe Weib, dann traust dich nicht mehr heim. Vergeht's gut für Speis und Trank, Bürgermeister. Führt euch. Lass dir die Suppe schmecken, du alter Geizkragen, du. Ja, also, für mich wird's jetzt auch Zeit. Und dir, Filzner, Dankeschön fürs Bier, du Wurstpanscher. Du okay. Geil. Du, deine Würst verschon mich künftig, bitte, damit, ja. Für Gott, Herr Pfarrer. Mahlzeit zu deiner ewigen Brotsuppen. Ja, und nix für Ungut hochwürden, aber wir sind halt einmal arme Schlucker. Ja, Schlucker. Für Gott. Wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Bürgermeister, nimm deinen Schnaps besser zum Fensterputzen. Flohbichler? Herr Pfarrer? Wenn du heute Mittag nicht satt wirst, dann geh doch zu meiner Köchin. Die hat für Hungerleidende immer etwas übrig. Vergeht's gut. Aber ich möchte ja nichts wegessen. Schau. Und komm, Filzner. Überleg's dir noch mal. Wo ist denn, Herr Pfarrer? Ach, dir mit deiner Brauerei. Ihr dürft doch eine Spende nicht schwerfallen. Gib dir auch gerne eine Spendenquittung. Ja, haben Sie eine Ahnung, Hochwürden? Ich hab vor 2 Monaten einen neuen Sudkessel kaufen müssen. Das hat mein ganzes Bargeld aufgebraucht. Ja, und von den paar Essen für die Fremden, da kann man nicht fett werden. Da bleibt ja kaum was über, nicht? Herr Pfarrer, ich darf Ihnen ja gern helfen, aber es geht halt nicht. Das müsstest du doch einsehen. Also, für gut, Herr Pfarrer. Ich muss jetzt wieder in die Küche hinaus, weil sonst passiert da nichts, ja, gell? Schon gut. Weit haben wir es gebracht mit unserem Wohlstand. Ja, ja, Herr Pfarrer. Von den Reichen kann man sparen lernen, gell? Wollen Sie Viertelruten? Ja, den kann ich jetzt brauchen, Thomas. In einer sauberen Zeit leben wir. Kein Anstand, keine Ehrlichkeit, keine Gottesfurcht, nur Geld, Geld und nochmal Geld. Am Sonntag ist die Kirche halb leer, aber hier im Wirtshaus, da sitzen sie. Lassen sich volllaufen, bis es ihnen bei den Ohren wieder rauskommt. Zum Beichten kommen nur noch die Alten, die es kaum nötig haben, aber die wirklichen Sünder, die kommen nicht. Ja, müssen sie einen Kofen in Hänger lassen. Sie, ich hab grad mit angehört, was die geredet haben. Ja, nicht bloß das, was Sie gehört haben, sondern auch das, was vorher geredet worden ist. Und ich sag Ihnen, die 4, die sind noch viel schlimmer, wie Sie glauben. Aber das,
Das erzähle ich Ihnen dann morgen im Pfarrhaus unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses. Ja. Ich habe nämlich einen Plan, Herr Pfarrer. Und wenn Sie und die Walli Waldmoser mitmachen... Ah, die Waldmoserin, diese durchgedrehte Wahrsagerin? Ja, genau die. Wir drei, wir können nämlich mit meinem Vorhaben diese wuselnden Schwulköpfe so klein machen, dass sie ihnen das Geld direkt nachschmeißen. Ist ein guter Bub, Thomas. Aber gegen diese Geizkrägen kommen wir einfach nicht an. Da fantasierst du dir was Unmögliches zusammen. Nichts ist unmöglich, Herr Pfarrer. Glauben Sie mir's, Hochwürden, mit Fantasie kann man vielleicht sogar Wunder bewirken. Zum Wohl. Großmutter. Jeden Tag ein Glasl Roten und ein Obstler. Und mit dieser Medizin ist sie 98 Jahre alt geworden. Ja, und da darfst du dann natürlich nicht zurückstehen, gell? Bis es, Wally. Du kommst mal wegen Rufen. Du musst mir helfen. Ich dir? Geh zu, ich bin eine alte Frau. Wir könnten ich dir helfen. Wally, das wirst du jetzt gleich sehen. Pass mal auf. Du, Wally, du hast doch von dem Glockeneinsturz gehört. Ja, freilich. Ich hab's doch krachen gehört, wie ich gestern aus der Kirche aus bin. Gut, also, pass auf. Gestern war der Herr Pfarrer bei uns. Und zufälligerweise auch der ganze Gemeinderat. Aha. Ja, und der Herr Pfarrer hat's halt gefragt, ob's nicht eine Spende für eine neue Glocken geben möchte. Ja, denen darf's ja nicht schwerfallen. Die haben doch nur Geld. Mei, hast du eine Ahnung, wer die gewuselt haben? Ja. Du, keinen Cent haben's gegeben. Alle haben's da, als wir bin schon am Verhungern waren. Das darf doch nicht wahr sein, Herr. Mhm. Und solche Geizkrank sind bei uns im Gemeinderat. Sauber, sag ich. Ich sag dir was, ich hab mich so geschämt vom Herrn Pfarrer. Und ich hab mir geschworen, dass ich denen einen Denkzettel verpasse, dass ihnen die Augen tropfen. Oh, mein Thomas, gegen unsere geschwollkopferten Gemeinderäte kommst doch du nicht an. Wally, wenn du mir hilfst, dann schon. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Pass auf. Ich hab einen Plan und der müsste eigentlich funktionieren. Also, pass auf. Ich hab heute Nacht schon alles vorbereitet. Ich muss jetzt bloß noch schnell zum Herrn Pfarrer runter und muss ihm erzählen, was ich vorhab. Aber mach bloß keine krummen Sachen nicht. Da macht der Herr Pfarrer nicht mit. Und ich auch nicht. Also, pass auf, Walli. Ich hab heute Nacht in der alten Eiche bei der Kirche in einem großen Astloch einen Lautsprecher mit einem Verstärker und einem Kassettenrekorder eingebaut. Und zwar so, dass man es nicht sehen kann. Dazu einen Sendeempfänger. In dem Kassettenrekorder ist ein Endlosband mit lauter Glockenschläge. Also ich verstehe bloß Bahnhof. Walli, das ist ganz einfach. Jetzt schau her. Ich habe nämlich noch einen Sender gebaut, mit dem ich die Anlage ansteuern kann. Mit dem Knopf kann ich den Verstärker aus- und einschalten und mit dem den Kassettenrekorder. Und dann dröhnt über den Lautsprecher der Glockenschlag so laut, dass man überall hören kann. Ja, und was soll ich da dabei machen? Ich verstehe doch nichts von dem ganzen elektrischen Zeug da. Das brauchst du ja gar nicht, Walli. Du musst nur einen Traum erzählen, den du gehabt hast. Was hab ich gehabt? Walli, die halten dich doch für eine Wahrsagerin und glauben dir. Genauso wie damals dein Traum mit dem Brückeneinsturz über Mühlbach in Erfüllung gegangen ist. Aha, jetzt hab ich die. Ja, und was soll ich diesmal träumen und wahrsagen? Pass auf. Du hast träumt, dass bei uns im Dorf keine Glocken mehr leid, weil es vom Kirchturm gefallen ist. Aber niemand hat es kümmert und keiner wollte dafür spenden.
Und da hat unser Herrgott mit einer großen, unsichtbaren Glocke selber geläutet, ja. Und zwar immer dann, wenn da herin einer klang, geflucht oder jemand anders ausgeschmiert hat. Bis dann alle zusammengeholfen und für eine neue Glocke gespinnt haben. Erst wie von der Kirche eine neue Glocke zur Andacht gerufen hat, hat unser Herrgott nicht mehr geläutet. Und du meinst, dass die mir das glauben? Nicht sofort. Aber wenn die Glocke ein paar Mal gelitten hat, dann bestimmt. Also immer, wenn einer lügt, flucht oder einen ausschmiert. Haha, mei, da wird die Glocke Tag und Nacht läuten. Ja. Da brauche ich noch mehr Roten. Ja, das wird eine saubere Wimmlerei geben. Walli, pass auf, jetzt sag ich dir was. Da herum. Da habe ich nämlich eine Wanze versteckt. Um Gottes Willen, braucht man da dazu so ein greisliches Ungeziefer? Hey, Walli, da schau her, zu so einem kleinen Mikrofon, sagt man Wanze. Ach, du hast weg. Mensch, Walli, die tut doch kein Menschen was. Naja, das ist zwar jetzt nicht ganz recht, aber der Zweck heiligt die Mittel. Pass auf, Walli. Durch dieses kleine Mikrofon kann ich in meinem Zimmer droben hören, was da herum zusammengelogen wird und kann dann auf meinen Sender drücken, so dass der Glockenschlag so laut dröhnt, dass deine Geizkrank da das Ohrenschmalz zum Kocher kommt. Also was heutzutage nicht alles gibt, ja. Gell? Du bist für ein raffiniertes Bierschal. Ja, ja. Aber gut, ich mach mit. Ja, bloß damit den Ruch dahinter auf Grundeis geht. Ich werde Ihnen was verzeihen. Da ist eine Märchentante, nichts dagegen. Sehr gut, Walli, sehr gut. Ich gehe jetzt schnell zu meinem Pfarrer und erzähle ihm, was ich vorhabe. Mhm. Warte mal, bis ich dir Bescheid geben kann, gell? Und wenn wer kommt, dann erzählst du deinen Traum, ja? Für dich! Die Walli. Guten Morgen. Guten Morgen. Was bist du denn so dasig? Hast du heute schon zu viel Wein getrunken? Ich hab heute Nacht was Furchtbares getrampt. Genau wie damals mit der eingestürzten Brücke. Okay. Ja, ich bin noch ganz durcheinander. Dauernd überlege ich, was das war. Aber so langsam kommt die Erinnerung an den Traum. Vielleicht war's gut, wenn ich noch einen roten trinke. Wo ist denn der Thomas? Der ist gerade raus, weil er am Herrn Pfarrer schnell was bringen möchte. Ja. Hoffentlich kommt er wieder, bevor die vom Gemeinderat da sind. Und? Weißt du jetzt schon, was du geträumt hast? Stör mich nicht, ich bin in Transe. Wenn's so weiter saufst, bist du bald besoffen. Sag ja nicht, dass unsere Brauerei abbrennt. Na, bei so viel Wasser kann nichts brennen. Also, ich weiß nicht, dass du so komische Träume hast. Was Gutes hast uns du noch nie prophezeit. Da muss irgendwas mit deinem Hirnkastel nicht stimmen. Oh, mein Hirnkastel ist perfekt. Ich bin eben ein sensibler Mensch und empfange im Schlaf übersinnliche Ströme. Ja, ich weiß nicht. Ich träum bloß über einen rechten Schmarrn. Kein Wunder bei deinem Hirn. Du aufpassen, dass dein Hirn nicht wieder irgendein schreckliches Unheil empfangen hat. Mein Traum ist doch schon längst fertig. Jetzt warte ich bloß noch auf den Thomas und dann lasse ich meine Räuberpistolen losgehen. So, Walli. Ja, also, der Herr Pfarrer weiß Bescheid, aber er sagt mir, so ihn vorsichtig sei. Er weiß künftig von gar nichts. Und die vom Gemeinderat, die sind für auch schon unterwegs. Also, Walli, mach's gut. Auf mich kannst du dich verlassen, Thomas. Und? Was sagt ihr jetzt? Hä? Ist jetzt euer Bürgermeister der Gescheiter oder nicht? Ja, freilich. Darum haben wir dich noch gemeint. Ja. Auf geht's, Thomas. Wir haben einen Durst. Ja. Bring mir auch eine halbe. Mir auch. Ja, komm sofort. Da schau her. Die Weile. Die schlaft scheint. Ja. Oder ist vielleicht schon besoffen. Die Hauptsache, sie macht einen Umsatz. Ja. Also, das Geschäft geht klar. Ihr seid einverstanden. Der Rubel kann rollen. Zum Wohl, mein Herr. So, also dann, Prost!
Auf den Stritzelcheck. Jawohl, Prost! Der Stritzelschreck, der soll leben! Hoch, hoch, hoch! Mein Traum! Mein Traum! Die Glocken! Die Glocken! Der Herrgott leit die Glocken! Er selber leit die Glocken! Gewahrlich! Was denn für eine Glocken? Mir scheint, du träumst noch, he? Oder hast du schon zu viel Wein erwischt? Ich war noch nie so nüchtern. Träumt hat's mir heute Nacht, genau wie vor dem Brückeneinsturz. So ein Schmarrn. Geh, lass doch verzeihen von ihrem super Traum. Dann haben wir wenigstens was zum Lachen. Ja. Also, jetzt schieß einmal los, du Wahrsagerin von Gottes Gnaden. Da brauchst du gar nicht spötteln, Flohbichler. Solang auf unserem Kirchturm nicht wieder eine Glocke hängt, leiht der Herrgott selber. Aha. Und zwar jedes Mal, wenn da herin einer liegt, flucht oder bescheißt. Das hat's mir dran. So eine blöde Angst. Den Kass, den kannst du die alten Weiber verzeihen und kleine Kinder damit schrecken. Da werden noch ganz andere da schrecken. Erst wenn auf unserem Kirchturm wieder eine Glocke hängt, hört der Herrgott auf, seine Glocken zum Leiten. Gewahrlich. Wenn der Herrgott jedes Mal, wenn da herin einer flucht oder liegt oder bescheißt, am Glockenseil ziehen müssen, dann hätte er bald lauter Wasser bloß noch an die Hände. Du nicht lästern, Filzner. Der Herrgott lässt sich das nicht gefallen. Ja. Ihr werdet's noch an mich denken. Thomas, Zoll. Ja, Marie, komm sofort. Na, hier, da war's ja bloß noch. Das ist gut. Ali, du hast das gemacht, haben die Schicht. Du, da müsstest der Herrgott selber am Strick sein. Ja, ja, lacht's noch. Euch wird's Lachen bald vergehen. Überlegt's vorher, bevor ihr liegt's oder flucht's. Der Herrgott lasst nicht mit sich spaßen, gell? Er sieht alles. Und die Walli weiß alles. Lieber, mein Lieber, langsam geht's mir auf den Weg mit dem Geschwafel, die Walli. Auf die Nerven geht's mir schon, aber du, ganz so blöd ist das Geschwafel gar nicht. Fangst jetzt du auch noch? Dass der Gustl mit seinem Traktor samt der Ladung und der Brücken im Bach reingefallen ist, das hat sie auch vorausgesagt. Ja, das kann doch auch ein Zufall gewesen sein, so wird er überladen war. Oder wie es vorausgesagt hat, dass am Pfalzhammer seine zwei Ross vom Blitz erschlagen werden, das ist dann auch eingetroffen. Die Ross hätte der Blitz auch erschlagen, wenn es die Walli nicht vorausgesagt hätte. Aber sie hat es vorausgesagt. Geh, Gustlechner, verzeih deine Märchen, die die kleinen Kinder, die glauben da den Schmarrn. Okay, da schaut's hin. Ha, da stehen jetzt fünf Weiber um die Walli rum und hören sich der ihren Schmarrn an. Und die Mei ist natürlich auch dabei. Nur wenn es sonst keine Arbeit gibt. Also. Du, die Mei steht auch dabei. Weil ja, es wird Zeit, dass ich zum Suppentopf vorschicke. Sonst gibt's halt kein Mittagessen. Ja. Für dein. So. Hol mich doch einmal her. Ja. Und was gibt's? Du, jetzt wo der Gorslechner weg ist, ich hätte da einen Vorschlag wegen dem Spitzeldreck. Streit's nicht, Jack. Ja, das ist doch wurscht. Du, ich mein, wenn ich ihm den Fußboden einbaue, ja, dann schreibe ich ihm eine quittierte Rechnung über 10.000. Und ich brauche dann keine 10.000 mehr auf die Sperrkonto aufzahlen, weil die 10.000 Euro waren dann mein Darlehen. Warst du da einverstanden? Oh, Bickler, der Fußboden kostet doch höchstens 6.000 Euro. Das war doch ein Bschiss. Aber nein, das war ein kurzes Geschäft. Was war jetzt das? Was? Da hat der Glocken geläutet. Ich hab nichts gehört. Nicht? Dann muss er mich täuscht haben. Na, Herr Filzner. Na, Sie haben schon recht gehört. Sieh das, Sir. Das war ein Glocken. Halt du die Pappen, gell? Ich hab nichts gehört und der Bürgermeister auch nicht. Oh. Was ist jetzt? Habt ihr jetzt auch nichts gehört? So was gibt's doch nicht, sie fix Halleluja! Sag einmal, wir konnten bei uns eine Glocken leiten, wenn wir gar keine haben. Alles, Papa! Alles, Papa! Eine Kirchglocken hat geläutet. Habt ihr es gehört? Nein, das heißt ja.
Möchte bloß wissen, wer uns da wieder zum Nahen halten will. Aber na, Papa, nachdem er das erste Mal die Glocken geleitet hat, haben die Walle und die anderen Weiber das Kreuz geschlagen und sind gleich in die Kirche zur Betten über. Was die Walle von ihrem Traum erzählt hat, ist scheinbar doch wahr. Hör mal bloß auf mit der Walle. Die macht mit ihrer Wahrsagerei und das ganze Dorf verrückt. Also, ich geh jetzt besser in meine Werkstatt rüber. Die blöde Bümmlerei langt mir jetzt. Ja, ich darf's bloß nicht lügen und nicht fluchen. Tja, und dann leitet der Herrgott seine Glocken nicht mehr. Hat die Walle gesagt. Also, ich kann den ganzen Schmarrn nicht mehr hören. Für Gott. Für die Frau Bümmler. Für die. Ja, was ist denn? Geh in dein Küchenhaus, Babette. Ja, geh schon. Und du machst sauber da herin und deck den Tisch. Ich geh mal in die Brauerei rüber. Also das mit der Glocken ist fast schon unheimlich. Da kriegt man direkt Angst. Glaubst du, dass es sowas gibt? Dass eine Glocke leitet, obwohl keine da ist? Tja, ich weiß nicht. Da musst du den Herrn Pfarrer fragen. Aber Sabine, du musst doch keine Angst haben. Du lügst und fluchst doch nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Vielleicht hat einer im Dorf eine Glocken versteckt. Ja, vielleicht. Aber derjenige kann doch nicht wissen, wenn da herin oder lebt oder flucht. Der liebe Gott sieht und hört überall. Aber warum gerade da herin? Das verstehe ich nicht. Ja, mei, weil halt da herin am meisten gelungen und die schäbigsten Geschäfte gemacht werden. Dann wäre bald keiner mehr zu uns reinkommen, weil die Leute Angst kriegen vor der Leiterei. Meinst du, dass jeder lebt, der da reinkommt? Also ich glaube, der Durst ist immer noch schlimmer, als wäre die Angst vor Leiten. Morgen leid's nicht. Wieso nicht? Woher willst du das wissen? Weil morgen Ruhetag ist. Du, wer weiß, wenn wir morgen zum Tanzen aufs Volksfest nach Feuchtwagen gingen. Mit dir? Mhm. Das gingen wir gerade noch ab. Auf mich wart morgen der Leichtl Franz. Oder vielleicht der andere? Eben. Und der andere, der bin ich. Einbildung macht Leid krank. Wenn ich mit einem zum Tanzen gehe, mei, dann müsste der mir sympathisch sein. Und ich müsste ihn auch gern haben. Ach, und ich bin ja nicht sympathisch. Und gern haben tust du mich auch nicht? Nein, gewiss nicht. Das heißt, ich mein, ich finde dich nicht ganz unsympathisch. Aber ob ich dich gern hab, da hab ich also noch nie drüber nachgedacht. An den Leichtelfranz, an den Dinge öfters, aber an die, na. Oder bloß ein bisschen? Wir weißt denn, wenn du ein bisschen mehr bei der Wache bleibst? Ja, sonst muss unser Herrgott noch Überstunden machen. Wenn ihr jetzt nicht sofort mit einer Flucherei aufhört, da hörin, dann schmeiß ich euch raus. Ja, draußen grinsen wir so an. Ich fahr nie schuld bei der verfluchten Bimmlerei. Eine Ruhe ist jetzt. Da schau her, Sabine. Das hast du jetzt von deiner Lügerei. Ja, aber das waren doch bloß Notlügen. Das kann doch nicht so schlimm sein. Wenn mehrere Notlügen zusammenkommen, dann wäre draußen eine große Lüge. Ja, mir macht das Lügen auch keinen Spaß. Nimm mir mal an, ich hätte dich gern. Was? Also, du hast mich wirklich gern? Angenommen, hab ich gesagt. Was glaubst denn du, was mein Vater sagen darf? Sagen kann er viel, aber machen kann er nichts. Schau her. Der lässt sich doch seinen Brauereibesitzer und seinen Bürgermeister auch noch raushängen. In Wirklichkeit ist er doch ein Mensch wie jeder andere auch. Nackert. Nackert schaut der auch nicht anders aus, als würde er nackert die Flohbichler. Aber ich muss doch einen Mann heiraten, der von der Brauerei was versteht. Sabine, in ein paar Jahren, da sind so kleine Brauereien überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Es ist viel gescheiter, wenn sich der Vater mehr auf die Gastwirtschaft konzentriert. Da hast du vielleicht nicht ganz Unrecht. Ja. Jetzt muss ich dich aber auch mal was fragen. Aber lüg mich nicht an. Ding an die Glocken. Hast du mich gern? Ja. Wirklich sehr gern? Ja. Da brauchst du den Ohrwaschel nicht spitzen, ich hab nicht Kleid. Was? Ah! Klon! Ja, sag einmal, schämt's euch denn hier gar nicht?
am helllichten Tag. Weißt du, Sabine, in deinem Alter hab ich mir sowas noch nicht erlaubt. Ja, jedenfalls nicht, wenn ihr jemand gesehen habt. Mama, jetzt finde ich heute damit ab. Wir haben uns gern. Das ist doch keine Sünde. Wie ich so alt war wie du, hab ich mich noch mit keinem Mannsbild einlassen. Hör mal mit deiner Bimmelei auf! Muss ich mich ja von meiner eigenen Tochter schauen. Also ich glaub, so schnell heute, der Mama keine Moralpredigt mehr. Thomas, wann heiraten wir nachher? Oh, langsam, so pressiert jetzt auch wieder nicht. Aha, du hast Angst vor mir. Oder vor deiner eigenen Courage? Geh, ich hab doch keine Angst nicht. Angst haben die anderen, und zwar vor der Glocken. Zumal, wer von euch wird denn da schon wieder so ausgeschaut? Draußen steht's halber die Dorf und schaut, wer bei uns aus dem Tee geht. Wir haben nicht gelogen und nicht geflucht. Was? Aber die Mama war gerade dahin und hat uns weismachen wollen, dass die Liebe eine Sünde ist. Na sauber, da muss ich dir auch noch die Goschen zupacken. Sonst hört die Leiterei nie auf. Muss er mich denn um alles selber kümmern, Kreuzgrütze? Ja, ja, ist ja schon recht. Nicht einmal fluchen dürfen. No. Weißt du was, Sabine? Sobald eine neue Glocken im Kirchturm ist, wer heiratet. Ist dir recht? Ja, schon. Aber das kann ja noch lang dauern. Sabine, eine Hochzeit ohne Kirchenglocken, das ist doch wie ein Schweinsbrot ohne Knädel. Naja, ich hab halt gemeint. Sabine! Wir können doch bei der kirchlichen Trauung nicht von deinem Vater verlangen, dass er den ganzen Tag daheim flucht, bloß dass wir da Kirchenglocken haben. Gut, dann müssen wir halt noch warten. Aber morgen gehen wir miteinander aufs Volksfest. Mhm. Nach Feichtwang. Gell? Ja. Für was so eine Lügenglocke nicht alles gut ist. Grüß Gott, Thomas. Ja, grüß dich, Herr Pfarrer. Wollen Sie ein Viertel roden? Ja, den kann ich jetzt brauchen. Also, Thomas, was du mit deiner Lügenglocke alles so anstellst, das geht auf keine Kuhhaut. Das Schlimmste ist für mich, dass ich die Leute, die mich fragen, anlügen muss. Ich hab doch noch nie in meinem Leben gelogen. Verzeihung. Herrschaftszeiten nochmal. Jetzt bin ich selber auf die Glocke reingefallen. Thomas, ja? Du, das lässt du lieber, sonst komm ich noch ins Gerede. Tut mir leid, Herr Pfarrer. Ich wollte eigentlich die Anlage ausschalten, aber ich bin irgendwie auf ein falsches Knopferl gekommen. Ja, ich verstehe nicht, warum jetzt die Glocke nicht läutet. Thomas, ich spüre mein Hintergestell schon überhaupt nicht mehr. Wieso denn, Herr Pfarrer? Ach, seit 4 Stunden sitze ich im Beichtstuhl. So viele waren es noch nie. So. Man möchte nicht glauben, was sich da alles so an Sünden angesammelt hat. Aha. Aber denen helfe ich schon. Als Buße müssen sie alle für eine neue Glocke spenden. So? Und hat denn jemand schon was dagegen gesagt? Ja, bloß einer. Der hat gemeint, er wäre bisher immer mit 10 Vaterunser davon gekommen. Aha. Und? Gut, habe ich gesagt, wenn du es so magst, 10 Vaterunser. Und eine Spende für eine neue Glocke. Dann habe ich jedem noch die Kontonummer von unserem Pfarramt gegeben. Ja, sehr gut. Werden Sie sehen, Herr Pfarrer, Sie kommen schneller zu Ihrer Glocke, wie Sie meinen. Ja, aber Thomas, lange halte ich das nicht mehr aus. Sonst muss ich noch selber zum Beichten gehen. Also, Herr Pfarrer, für mich ist schon ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Für dich? Wieso denn? Naja, durch die Lügenglocke bin ich draufgekommen, dass die Sabine mich genauso gern hat wie ich sie. Und wir sind uns einig. Wie einig? Ja, sobald eine neue Glocke im Kirchturm ist, wird geheiratet. Respekt, Thomas, Respekt. Das musst du ihr aber auch erzählen, wie das zustande gekommen ist. Mhm. Also für mich bist du ein ganz raffinierter Lauser. Ja, Herr Pfarrer, was macht man nicht alles für sein Glück und für eine neue Glocke? Ja. Ich werde mich schon kümmern drum. Ach, Herr Pfarrer, Thomas, schenk mir eine Pfeife. Jawohl. Herr Pfarrer, darf ich mir ein wenig hersitzen zu Ihnen? Natürlich. Wo drückt denn der Schuh, mein Sohn? Ja, der Schuh drückt mich nicht. Mich drückt was anderes. Also, wenn du beichten willst, musst du in die Kirche kommen. Nein, sagen Sie, Herr Pfarrer, glauben Sie wirklich, dass bei uns eine unsichtbare Glocke läutet? Also,
Gott vergib mir, wenn ich daran zweifeln sollte. Weißt du, Filzner, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die sich der Mensch einfach nicht erklären kann. Der Herrgott in seiner Weisheit findet immer Mittel und Wege, um seine Schäfchen wieder zur Vernunft zu bringen. Er hält in seinem göttlichen Ratschluss eine neue Glocke für unsere Gemeinde vielleicht für sinnvoller, wie eine Diskothek. Woher wissen Sie das? Der Herrgott und ich, wir haben da so unsere Quellen. Ja, welches Waschweib hat denn da seinen Rand wieder nicht halten können? Das Beichtgeheimnis verbietet mir leider jede Auskunft. Mein Lieber, aber das kriege ich raus, wer mir dieses Geschäft vermasseln will. Thomas, ich muss sagen, es geht aufs Haus. Oh, vergelt's Gott. Mhm. Tja, dann überleg dir's noch mal, Filzner. Wo ist denn der Pfarrer? Wegen der Spende. Ich meine, in dieses Wirtshaus kann doch bald niemand mehr reingehen, wenn da immer gleich die Glocke läutet und jeder im Dorf weiß, wer da lügt, flucht und betrügt. Vielleicht wäre da auf die Dauer gesehen eine Spende für eine neue Glocke ein besseres Geschäft wie die Diskothek. Gell? Für die Gottfilzner. Für gute Pfarrer. Da wäre der Schnitzel in der Pfanne verrückt. Lauf nicht so blöd. Tag auf. Gibt's schon was zu essen bei euch? Ja, ich glaub schon. Was kriegst du denn? Ein Schweinsbraten und ein halbes Bier. Mit Knödel oder mit Kartoffelsalat? Mit Bier? Hörst du schlecht? Ja, natürlich, natürlich. Einmal Schweinsbraten mit Bier. Und immer schön freundlich, gell? Da schau ich her. Da bricht ja noch die Tugendhaftigkeit aus da herin, wenn es so weitergeht. Na, was ist denn? Ja, der Schweinsbraten kommt gleich. Ja. Und eine Masse Bier, hast du gesagt? Ein halbe, hab ich gesagt. Und einen echten Obstler. Kein Kartoffelschnaps. Ja, ja, ein halbe, jawohl. Und einen Obstler. Aber einen echten, gell? Kein Fusel. Weil da liegt mir seit gestern noch im Mund. Tja, da musst du dich beim Wirt beschweren. Für die Qualität vom Schnaps, da bin ich nicht zuständig. Zum Wohl. Ja, hoffentlich. Ja, das ist kein Kursleichner. Grüß dich. Guten Appetit. Dankeschön. Sag einmal, seit wann kommst du nur zu uns zum Essen? Unter der Woche hast doch du doch noch nie da gegessen. Immer nur daheim. Na, was bleibt bei den anderen übrig? Meine Alte ist das ganze Essen verbrannt, weil sie sich den Dorfratsch von der Wali angehört hat. Doch, hast du hast den Dienst schon aufgewärmt. Was heißt da aufgewärmt? In unserem Haus kommen nur frische Speisen auf den Tisch. Na ja, nachher halt nicht. Aber dreiviertel Stunden musst du schon warten. Ich hab Zeit. Dann kriegst du von mir einen ganz frischen Schweinsbraten mit einer herrlichen Biersauce. Ja, was ist denn mit der passiert? So sanft habe ich die noch nie erlebt. Tja, bei uns, da geschehen noch Zeichen und Wunder. Prost! Ja.
14 Tage nicht mehr im Wirtshaus. Das hält der Karos aus. Alles wegen der bläden Leiterei. Zunge hängt mir schon raus von lauter Durst. Da wird der Filster bald keine Füße kriegen bei dem Geschäftsgang. Bist du schon lang da? Hast du auch so einen saumäßigen Durst auf ein Bier? Warum sagst du nix? Ja, blöd wäre ich sein, damit die Bimmlerei wieder hochgeht. Ich möchte bloß ein Bier. Und du hältst alle Pappen, sonst geht die Glocken wieder los. Draußen stehen die Leute und warten drauf, wer ins Wirtshaus geht und wer als Erster wieder rausgeht. Ja, ich möchte auch bloß ein Bier trinken. Und reden werden wir doch wohl noch dürfen, oder? Oder? Psst, reden schon, aber nicht so blären. Also halt gefälligst dein Pappen. Und denk dran, die Glocken weiß immer, ob's wahr ist oder nicht. Aha, habt ihr sie auch nicht mehr ausgehalten. Ist euch das Maul zugewachsen? Lügen ist Silber und Schweigen ist Gold. Oh mei, weit haben wir's gebracht. Als gestandene Mannsbrüder können wir nicht mehr ins Wirtshaus gehen, weil die ganze Gemeinde darauf wartet, dass die Glocken wieder läuten, wie wir da drin sind. Nicht lügen darfst, nicht fluchen und auch keine Geschäfte mehr machen. Das wäre Schifffahrt. Ja, Geschäfte schon, aber keine Sorge, nicht wirst, dass du machst. Geh zu, die Teile sind auch nicht besser. Ja, wo ist denn überhaupt der andere? Wer der andere? Ja, der Alois. Den hab ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sitzt er drüben in seiner Brauerei und poliert seinen neuen Sudkessel. Oder er wartet, bis sein Bier sauer wird. Aha. Ihr seid da. Ich hab euch gar nicht kommen hören. Ja, wir sind auch leise reingegangen, damit wir die Glocken nicht erschrecken. Sonst fangen sie am Ende wieder an. Dann wart sie auf meinen Mann. Nein. Ja, was holt's nachher? Wir haben Durst. Wer wusste denn überhaupt, der Thomas? Der hat sich hingelegt, dem ist schlecht. Ah, hast du ja was von deinem aufgewärmten Schweinsbrunnen gegeben? Da wundert mich nix. Okay, bei mir gibt's keinen aufgewärmten. Oh, 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 oh. Ja, er hätten ja bloß nicht essen brauchen. Für dann jeden eine halbe. Schau mir so aus, als würde mir ein kleines Ding erdaten. Mal mit mal, ich weiß gescheiter. Was du meinst, ist uns wurscht. Psst. Unsere Weiber lassen sich einen Buckel voll, weil wir uns nicht mehr ins Wirtshaus trauen. Schaut's mir an, ich bin den ganzen Tag da herin. Und bei mir leid keine Glocken, weil ich nicht lüge. Jetzt geht die Bimmelei schon wieder los. Ja, das hat man davon, wenn man seine Gäste unterhalten will. So, jetzt gehen wir uns das Bier selber holen. Wir sind eh gescheiter, weil auf der hat's wieder das Gesicht beredet scharf. Geh weiter, Flori. Ja? Zieh mal die Fallen zu. Das braucht niemand wissen, wer da drin ist. Ja. Und wer da drin fliegt. Ja. Oder da drin scheißt. Oder flucht. Übrigens, der Tipp mit dem Stritzezeck, sein Fußboden, der ist gut. Geh ja, da muss man's haben und nicht da. Genauso mach ich's auch. Jetzt holt's mal auch einen Rand des Holzkopf. Da, kann man den da nicht in Ruhe sein Bier trinken, da drin. So, jetzt haben wir den Salat. Jetzt halber die Dorf steht draußen. Jetzt gehen wir nicht mehr raus bei der Tür. Das wird das reinste Spießrutten laufen. Ja, dann müssen wir halt dann hinter sich schleichen. Das Beichten hat auch nichts geholfen. Die Absolution wird erst wirksam, wenn ich meine Buße erfüllt habe, sagt der Pfarrer. Was für eine Buße? Eine saftige Spende für die Glocken. Was? Du auch? Natürlich. Ja, ich auch. Und 10 Vaterunser. So, dann hat uns ja der Herr Pfarrer Sakra die noch einmal rein, das gibt's. Oh, jetzt wird's wirklich Zeit, dass wir verduften. Ja. Ich lass uns da herunterwischen, verstehst du? Mein Lieber. Ja, halt. Nicht da raus. Da machen wir uns zum Gespött vom ganzen Dorf. Ja, wieso denn? Ich sag, ich bin gegangen, weil sie da herinnen so gelungen haben, dass sie die Balken bieren. Und wir ziehen aus, sie kommt, ist auch ein Problem. Das ist ein kleiner Hammer, ne? Halt!
Lass mich zerstören, oder? Mama, jetzt heb dich damit ab. Ich werde den Thomas heiraten und wenn du dich auf den Kopf stellst. Ich werde mich nicht auf den Kopf stellen. Aber der Vater, der wird dich enterben. Das ist mir wurscht. Geld macht nicht glücklich. Da hast du recht. Aber es lebt sich leichter. Wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Der Thomas und ich. Nein, nein und nochmals nein. Jetzt sag ich das zum letzten Mal. Schlag dir endlich den Kerl auf den Kopf. Geh zu, Mama, jetzt mach doch kurz am Mitten. Schließlich bin ich euch nur zum Heiraten. Ja, heiraten kannst du ja. Aber nicht den Aushilfskellner da. Der Thomas ist ein anständiger Bursch, der mich wirklich gern hat und der sehr ehrlich mit mir meint. Davor habe ich mich selber überzeugen können. Was? So weit seid ihr schon gegangen? Oh, nicht so wie es du meinst. Er hat gesagt, dass er mich sehr gern hat und er heiraten will. Ja, und das glaubst du, hirnverbrennende Ampel. Die versprechen dir doch alles. Und wenn sie dann das haben, was wollen, dann können sie sich an nichts mehr erinnern. Der Thomas nicht. Und wie er das gesagt hat, hat keine Glocken geleitet. Also hat er nicht gelogen. Was meinst denn du, was der Vater dazu sagt? Der macht Kleinholz aus dem Thomas und verarbeitet ihn zu einem Zigarrenkistel. Aber glaub bloß, weil der Bürgermeister ist, kann er da halt in ein Haustier reinsprühen. Aber mich kann er damit nicht schrecken. Dirn, du schau. Du kannst an jedem Finger Zähne haben. Und eine gute Partie machen. Die auch gut fürs Geschäft wäre. Ja, ja, du denkst immer bloß ans Geschäft. Nein, das kannst du nicht sagen. Schließlich habe ich einen Vater auch aus reiner Liebe. Ich wollte sagen, aus Sympathie geheiratet. Sympathie? Das ist mir zu wenig. Ich möchte einen Mann heiraten, den ich wirklich gern haben kann. Mama, du warst doch damals Kellnerin beim Opa und hast deinen Sohn geheiratet. Es ist doch genauso wie bei mir und beim Thomas. Bloß umgekehrt. Er ist Kellner, mein, und ich habe meine Wirtin. Aber der Thomas ist kein Mann, der zu dir passt. Das war doch jetzt nicht jung. Woher soll denn ich wissen, wer zu wem passt? Eben. Und weil du das nicht weißt, sollst du sowas auch nicht behaupten. Ja, so weit kommt's noch, dass ich nicht einmal mehr meine Meinung sagen darf, bloß weil die Glocken andauernd bimmeln. Sagen schon, aber nicht behaupten. Na, warte noch, der Vater, der wird dir deinen Kopf schon noch zurechtdrucken. Grüß dich, Sabine. Grüß dich, Thomas. Geht's dir schon besser oder ist dir immer noch so schlecht? Warum? Na ja, Mama hat gesagt, dir geht's nicht gut und du hast dich geliebt. Ach so, nein, mir geht's schon wieder gut. Oh, deine Puzzle sind die beste Medizin. Die wickeln du dich auf. Jetzt übertreib doch nichts. Nein, ganz gewiss. Obwohl. Ein bisschen schlecht ist mir eigentlich schon, ja. Und da darf meine Mama behaupten, wir zwei passen nicht zusammen. Ja, ich hab's schon gehört. Was? Ah, nein, ich mein, dass mich das nicht stört. Was, das stört dich nicht? Das macht dir nichts aus, wenn meine Mutter so denkt. Aber woher denn? Wie soll ich noch denken, was soll ich? Hauptsache ist doch, wir zwei halten zusammen. Ja, was ist da los? Vielleicht lässt du deine Kellnerbratzen von meiner Tochter. Ja, weil sie gerade da sind und weil sie sich eh nicht verheimlichen lässt. Herr Filsner, ich halte hiermit um die Hand Ihrer Tochter Sabine an. Hä? Aber sonst bist du gesund. Ja, schon. Ja, du windiger elektrischer Bastler, du! Papa, du brauchst jetzt gar nicht bellen. Lassen nur. Bellen, die Hunde beißen nicht. Okay. Wir heiraten. Ob's jetzt passt oder nicht. So, und von was wollt's dann leben? Du vielleicht als Kellnerin und ich als Tellerwascher. Es gab vielleicht einen Zusammenstand. Dann gehen wir halt in den Staat rein. Ja. Gute Kellnerinnen sind gesucht. Und der Thomas kriegt in der Stadt eher Anstellung in seinem Beruf. Mhm. Und wie nicht? Da haben schon ganz andere als Tellerwäscher angefangen und eine riesen Karriere gemacht. Ja, du Waldamsel, du Blöde. Und wie meinst du, dass dann einmal das Geschäft übernimmt? Mutter und ich werden ja auch nicht jünger. Nein, gewiss nicht. Du holst dein Pappen, wenn ich mit meiner Tochter rede, gell? Sabine, jetzt sei halt gescheit. Ich bin mir gescheit nur, Papa, und ich weiß, was ich zu tun hab. Sobald eine neue Glocken im Turm hängt, heiraten wir. Ja, da könnt's lang warten. Weil bis da so weit ist, dabei seid ihr als Taterkreis im Altersheim verstaut. Ja. Abwarten, Herr Filsner. Schlagt dir das aus dem Kopf, Birscherl, aus der Heirat wird nix.
Da hab ich auch noch ein Wertel zum Mitreden. Ich bin der Herr im Haus. Ja, ja, leid nur zu. Aber diese Bimmlerei langt mir jetzt. Jetzt werde ich dem Spuck ein Ende machen. Schwiegerpapa, was willst du denn machen? Schwiegerpapa, sagt der zu mir. Sag das ja nicht nochmal, gell? Sonst hänge ich dir einen Kirchturm auf anstatt der Glocken. Schluss ist jetzt mit der Leiterei! Die Glocken muss gefunden werden als Geheim. Narsch ist immer nicht aufhalten. Ich geh jetzt in die Küche aus. Ja, und ich kümmere mich wieder um meine Karriere. Gladel waschen. Grüß dich, Thomas. Ja, die Marli, grüß dich. Du, sag mal, was ist denn mit unserem Bürgermeister los? Der rennt wie wenn ein Rizinus gesoffen hätte. Ja, der kommt jetzt langsam im Schwitzen. Ja, er möchte jetzt dem Spuk ein Ende machen. Aha. Und wir möchten das anstellen. Ihr geht zum Glockensucher. Da traut sich ja keiner mehr rein, weil sie Angst haben. Ja, unsere Herren Gemeinderäte, die hab ich zuerst draußen rumschleichen sehen. Du, am Gasrechner, hängt sein Schnauzer im Gesicht, wie wenn er eine Eichkatzel geschluckt so. Hätte. Ja. Da schau ich her, Walli. Trink. Lass den schmecken, das ist ein guter. Du, ich hab aber nichts bestellt. Der geht auf meine Rechnung. Weißt du, so schön geholfen hast. Ja, danke schön, Thomas. Bitte. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Wollen Sie ein Viertelroten, Herr Pfarrer? Nein, nein. Dankeschön, Thomas. Ich bin froh, wenn ich hier ungestört sitzen kann. Ja. Hier ist es viel ruhiger wie in der Kirche. Das hat es auch noch nie gegeben, dass es im Wirtshaus ruhiger ist wie in der Kirche. Ach, ich komme mir vor wie auf der Flucht. Wieso? Herr Pfarrer, ja, was haben Sie denn angestellt? Hab nichts angestellt. Aber jeder im Dorf schimpft und nördet mich an, weil ich den Fluchen und Lügen hier keinen Einhalt gebiete. Und? Was sagen Sie dann denen Leute? Ich sag denen halt, sie sollen für eine neue Glocke spenden, dann wird das Leuten aufhören. Dann sagen die, bevor wir etwas spenden, sollen doch die geschwollköpften Ruhr was geben. Ja, und sich nicht so gotteslästerlich aufführen. Sehr gut, Herr Pfarrer. Lassen Sie nur, Herr Pfarrer. Der Bürgermeister und seine Gemeinderäte, die werden schon weich. Deine Worte in Gottes Ohr, Thomas. Ich kann nur hoffen, dass niemand dahinter kommt, dass ich weiß, wer die Glocke läutet. Sonst kann ich mein Gebetsbuch unter den Arm klemmen und auswandern. Ich kann jetzt nur noch den Kopf einziehen und hoffen, dass ich ungeschoren ins Pfarrhaus verschwinde. Jetzt machen Sie einen nicht ins Hemd, Herr Pfarrer. Kommen Sie, ich gebe einen Geleitschutz. Die, wenn es nicht geben darf, dann müssen wir es glatt erfinden. Jetzt weiter, Mann, geht's einer. Setzt euch nieder. Thomas, bring uns ein Bier. Jawohl. Freibier und ein kleiner Obstler. Nix da. Heute müssen wir nüchtern bleiben. Also, ich sag euch was. Diese Glockenleiterei muss ein Ende haben. Jawohl. Das sag ich auch. Und ihr? Ja, und ihr? Dass bei uns eine unsichtbare Glocken läutet, das gibt es nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube eher, dass da irgendwo im Dorf eine Glocken versteckt ist. Und so ein Hund heiterner Bazi. So, der, zum Wohl. Ja, der horcht an die Fenster oder an der Tür und gibt dem Glockenbesitzer ein Zeichen, wenn der läuten soll. Meinst? Meine ich. Schlechte Leute gibt's. Das ist ja schon kriminell. Da muss man sich ja jetzt mal vorher überlegen, was man sagt. Das kann niemand von einem Gemeinderat verlangen. Ja, ja, du, meine ganze Autorität als Bürgermeister geht ja da in die Binsen. Die Walli muss den Krampf mit dem Traum zurücknehmen. Oder wir verbringen es als Hexe. Ja. Jürzberger, wir sind ja nicht mehr Mittelalter. Da machen wir uns ja kriminalistisch. Mein Flo, Bichler, wenn du nicht so blöd warst. Nein, nein, ach, da war ich auf einmal blöd, wenn du so ein Blödsinn verzapfst. Jetzt hört's auf mit dem Schmarrn. Wir müssen ganz einfach die Glocken finden und ihren Garaus machen. Der Walli? Nein, der Glocken. Hast recht, Bürgermeister. Ja. Fulzner hat schon ein gescheites Kipferl. Ja, das steht mir als Bürgermeister auch zu. Sonst kann da jeder Depp-Bürgermeister werden. Ja. Du, und wie sollen jetzt wir die Glocken finden? Suchen. Hä? Wo?
Wir? Wer? Ja, wir alle Viere. Auf alle Viere? Nein. In jedem großen Stadel, im Schlauchturm von der Feuerwehr, ja, halt überall, wo man eine Glocken verstecken kann. Ja, aber was sollen wir denn machen, wenn sie uns nicht reinlassen? Ja, fragen dürft ihr da nicht. Nein, nein, wir müssen schauen, dass uns niemand sieht. Ja, das ist aber illegal, Herr Bürgermeister. Ohne richterlichen Hausdurchsuchungsbefehl dürft ihr kein Haus durchsuchen. Und wenn, dann nur durch die Polizei mit Durchsuchungsbefehl. So, bist du immer noch da, Herrin? Du Großhupfer hast mir als Bürgermeister überhaupt nichts zum Sagen. Geh auf dein Zimmer, wir können dich da jetzt nicht brauchen. Ja, und uns hast du auch nichts zum Sagen. Wir wissen schon selber, was wir zu tun haben. Wir sind nicht so blöd, wie wir ausschauen. Weidmanns Heil, Herr Bürgermeister. Leichte. Also, passt auf, Mann. Du, Hirnsberger, du gehst zur Feuerwehr über. Ja, meinst du, dass die mitsuchen? Nein. Du schaust im Turm nach, da wo die Schleiche immer hängen. Wieso? Die hängen immer da, wo sie hängen. Oder haben sie die Schleiche umgehängt? Du, die Glocken sollst suchen. Ach so. Ja, wir kommen denn da ins Spritzenhaus rein? Durch die Tür? Ja, das ist schon klar. Wenn aber die Tür zugesperrt ist. Dann sperrst du es halt auf. Aufsperren? Wir? Ja, von mir aus mit einem Brecheisen. Aber lass dich nicht erwischen. Ach, das ist eine gute Idee. Ja. Am besten, ich nehme gleich einen großen Vorschlag, haben wir mit. Sag mal, Hirnsberger, hast du Schwammerl im Hirn? Hä? Wenn du so einen Krach machst, dann hört dir das ganze Dorf. Ach so, also leise einschlagen. Mhm. Ist recht. Am besten, ich gehe strupfsockert. Ja. Dann sieht man mich nicht. Du, was du magst, aber such die Glocken. Und du, Gorslechner, du gehst zum Bachleiter rüber und schaust in seinen großen Stadel nach. Ja, aber der hat so einen großen, scharfen Hund. Wenn ich mit der erwischt, dann macht er dir Hackfleisch aus mir. Ja, weißt du was? Da gebe ich dir einen Trumpf von unserem kalten Schweinsbraten mit. Den schmeißt der ihm hin, als er beruhigt und abkriegt. Alles? Meinst du, dass der den aufgewärmten Schweinsbraten vertragt? Am Ende kriegt der Appetit auf meine Wadel. So ein Schmarrn, schau her. So was kurz kriegt der Seiten. Da verzichtet der nicht drauf. Auf meine Wadel? Okay, auf den Schweinsbraten. Ich kann gleich drauf verzichten. Ja, ja, ja. Und du, Flohbichler, du gehst zum Lechnerbauern über und schaust in seinem Heuboden nach. Und wie komm ich da rein? Ja, durch die Tür nicht, Depp. Na, hinten am Stall ist doch so ein kleines Tier zum Saustall rein. Da gehst rein und schleichst dir den Heuboden auf. Ja, und wenn die Sei aus Kroh fahren? Ja, nimmst halt einen großen Holzhammer mit und haust ja noch einen auf den Rüssel. Das meint er, sie sind im Sauhimmel. Ja, ja, und du, Bürgermeister? Ich schau im Dachboden vom Pfarrhaus nach. Weil um die Zeit, da schlaft der Herr Pfarrer und seine Kirchen. Was? Ja, die trennt. Glaube ich. Also, wissen wir noch alles? Alles klar? Ja, alles klar. Also, und bewegt euch unauffällig, dass niemand im Dorf was gespannt. Gehen wir. Ja. Ja, nicht auf und geht's weiter jetzt. Du, alles, alles. Meinst du, dass der Hund den Schweißbraten frisst? Weißt du, dass der wirklich so blöd ist? Jetzt lass mir mal Ruhe mit deinem depperten Schweinsbraten. Auf geht's. Ja. Und da ist er. Bei Olli, hinter aus, sie durch die Kiste. Also jetzt wird's mir dann schön langsam zu dumm. Ich darf bloß noch die leeren Glaseln wegräumen. Jetzt schleichen sie sich schon hinten aus. Was die da herin an einem Tag zusammenlegen, so viel hab ich mein ganzen Leben noch nicht gelungen. Mit wem redest du, Mama? Ja, mit mir selber. Mit wem soll ich denn reden, wenn die Wirtsstube andauernd leer ist? Wieso hat dann die Glocken geläut? Leg sie dort schon selber auf. Ich wollte bloß sagen, dass ich kurz zur Schelzgelisin überschau. Was meinst du bei der Schneiderin? Ja, ich muss zu ihr rüber. Zum Maßnehmen für mein Hochzeitsdirndl. Das Hochzeitsdirndl, das fressen der Motten, bevor du zum Heiraten kommst. Den Thomas, den kriegst du mir nicht. Das weiß ich gewiss. Werd ja noch Franz. Ich hörte das bei mir nie auf. Bitte schön, Fetzlerin, lassen Sie mich allein, ja? Damit diese Bimmelei endlich mal aufhört. Na, wieso?
Wieso? Wenn sich die Wirtin hier schon so gotteslästerlich aufführt, dann kann man wohl von den Gästen nichts anderes erwarten. Oh, so weit kommt's noch, dass ich in meiner Gaststube nicht mehr das reden darf, was ich mag. Aber bitte, bitte, damit die liebe Seele ihre Ruhe hat, ich geh schon. Grüß dich, mein großer Vater. Grüß Gott, Thomas. Wollen Sie was trinken? Ja, ein Achtel. Weiß oder rot? Obstler. Brauch jetzt einen Schnaps. Eigentlich wollte ich meinen Mittagsschlaf halten, aber die Glocke hat mich vom Sofa vertrieben. Thomas, ich halte das Leuten nicht mehr aus. Ich bin schon ganz erledigt. Aber Herr Pfarrer, wir können doch jetzt nicht einfach aufhören. Da käme der ganze Schwindel auf. Na, Herr Pfarrer, jetzt müssen wir durchhalten. Ja, stopfen Sie noch halt weiter in die Ohren. Ich werd verrückt. Das ganze Dorf ist im Aufruhr. Zugedröhnt wir beim Hammerfeld treiben. Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Das werdet ihr gleich sehen, Herr Pfarrer. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Weißt du, was da los ist, Thomas? Ja, Herr Pfarrer, wissen Sie, da sind welche zum Glockensuchen gegangen. Hilft's mir, bitteschön, gell? Sein Hut hab ich mit dem Suppenbucher verwechselt. Lach nicht so blöd, du Glaselwasch und der Zahnzupfer. Bitteschön, Herr Pfarrer, lesen Sie ein Mess und bitten unseren Herrgott, dass er zum Leiten aufhört. Sie, ich spende auch 3000 Euro, aber bitteschön, er soll aufhören. Aber so viel brauche ich doch gar nicht. Es reichen 1000 Euro von jedem von euch. Das ist doch Wurst. Kaufen Sie halt eine größere Glocken. Wer weiß, ob der Herrgott meine Bitte erhört. Ja, dann beten Sie halt ein bisschen lauter, Herr Pfarrer, dann hört er ja schon. Soll ich Ihnen die 3000 Bar verteilbringen? Nein, überweis es halt auf die Kontonummer, die ich dir gegeben habe. Dann sage ich halt ein herzliches Vergelt's Gott, Geislechner. Ja, gern schön, Herr Pfarrer, führt er noch gut. Für gut belohnt. Vergiss die Überweisung nicht. Na, was hab ich denn gesagt, Herr Pfarrer? Die Lügenglocke reißt denen ihren Geldbeutel auf. Ja. Grüß Gott. Ah, mich holt der Teufel. Thomas, ich brauch einen heißen Glühwein, sonst krieg ich einen Schüttelfrost. Einen heißen Glühwein im Sommer? Ja, ein Sommerkühlwein. Ja. Ja, ist schon gut, Herzberger, ist schon gut. Ich brauch dir ein Saftel, dass du aus dem Hemd springst. Ja. Ja. Herzberger, was haben sie denn mit dir gemacht? Bist du im Bach gefallen? Nein, die Glocken hab ich gesucht. Im Bach? Nein, im Spritzenhaus hab ich gesucht. Ach. Und da hat mich die Feuerwehr erwischt. Dann hat mich vom Turm runtergespritzt. Ich bin die Treppen mehr runtergeschwommen wie gegangen. Wie ich dann auf die Straße gekommen bin, da haben sie mir nachgespritzt, dass mir von der Straße geschwappt hat. Mir als Gemeinderat, wo ich doch nicht schwimmen kann. Ach, die Glocke habt ihr gesucht. Ach. Der Geislechner wohl auch? Ja, freilich. Der war bei Bachleitner und ist von seinem Hund erwischt worden. Ach, ja. Ich hab gerade noch heimrennen sehen und der Hund hinter ihm her. So, Herzberger, jetzt schau her. Jetzt trink nur. Ja. Das wird dir gut tun. Dankeschön. Ja. Was ist denn das, Frau Gesöff? Holundertee mit Glühwein. Trink nur, Herzberger, damit du nicht krank wirst. Sonst kannst du die Glocke nicht mehr suchen. Na, ich so gewiss keine mehr. Meine Gesundheit ist mir lieber. Aber das Leiten muss endlich aufhören, Hochwürden. Tja, dann musst du eine Spende machen. Dann leite die Glocken nicht mehr. So hat's die Wally gesagt. Hör mal bloß mit der Wally auf. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Wie hoch soll denn die Spende sein, Herr Pfarrer? Wie ich schon sagte, so um die 1000 Euro herum. Ach, das wäre nicht gegangen. Weil wenn die verfluchte Glocken dann wieder auf... Du weißt doch, dass du nicht fluchen sollst. Entschuldigen Sie, Hochwürden. Ich wollte sagen, ich meine, dass die liebliche Glocke nicht wieder anfängt zu bimmeln. Ich zahle vorsichtshalber lieber 4000 Euro. Da lasse ich mich nicht lumpen. Aber das Leiten muss dann aufhören.
Der Herrgott hält sein Versprechen. Also, dann sage ich ein 4000-faches Vergelt's Gott Hirnsberger. Gütchen. Mein Gott, wenn wir endlich wieder in Ruhe fluchen können. Hirnsberger! Ja, ist ja schon gut. Aber ich muss jetzt heim, sonst kriege ich noch einen Grippel. Ich muss mich schleunigst umziehen. Ja, ja. Also, viel gut. Ja, ja. Also, das riecht aber gräuslich, Thomas. Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich hab ein bisschen Rizinus, Neido, dass er schneller heimkommt, ja? Hoffentlich schafft das noch rechtzeitig. Ja. Grüß Gott. Darf ich reinkommen? Ja, Freundin, rein mit dir. Wir sind ja ein Wirtshaus. Ich riech aber nicht gut. Das kann man wohl sagen. Sag mal, ja, du stinkst über der wandelnde Misthaufen. Ja, mei. Wie ich beim Lechnerbauern am Heilbund nach der Glocken gesucht hab, da hab ich den Bauer erwischt und ist mir mit der Mistgabe nachgerinnt. Ja, und wie ich beim Saustall hinaus bin, bin ich ausgerutscht und im Mistkorb reingefallen. Aber die verfluchte Glocke hab ich nicht gefunden. Weißt du noch, Entschuldigung, weißt du noch immer nicht, dass du nicht fluchen sollst? So, also, du hast die Glocke gesucht. Ja, freilich, der Bürgermeister hat sie ja befohlen und mir Gemeinderäte sind gerinnt. Dann würde ich aber schauen, dass ich nach Hause komme und mich umziehe. Mit dem Gestank, da riechen sie dich im Dorf kilometerweit, wenn du wieder nach der Glocke suchst. Ich suche? Na, mir langt. Aber Herr Pfarrer, man muss doch da irgendwas machen können, dass diese blöde Leiterei aufhört. Natürlich, das habe ich euch doch schon gesagt. Einfach für eine neue Glocke spenden. Ja, also. Ja gut, wenn's meiner, dann spende ich halt 5000 Euro. Und den Glockenstuhl und die Stirn mache ich kostenlos. Aber das eine sag ich Ihnen, wenn die Leiterei dann nicht aufhört, dann krieg ich mein Geld zurück und den Glockenstuhl und die Stirn als Brennholz. Du hast mein Wort, dass ich mit unserem Herrgott rede. So, und jetzt schaust du aber, dass du heimkommst, gell? Da werden sie als Flaschenbier sauer mit deinem Gestank. Also, Wiederschauen, für Gott. Ja, hey, und komm ich mal. Na, Herr Pfarrer, es läppert sich was zusammen. Also, Thomas, wenn das gut geht, dann mache ich eine Wallfahrt nach Alpenring. Herr Pfarrer, nicht schwindeln. Thomas, ein Schnaps. Pilsner, was ist denn mit dir passiert? Warst du auch beim Glockensuchen? Mir brummt der Schädel, als wenn ich an einer Glocken hingerinnt wäre. Haben Sie die Glocken schon gefunden? Schmarrn, gesucht hab ich's. Wo denn? Im Dachboden vom Pfarrhaus. Was? Im Pfarrhaus? Ja. Wie bist du denn da reingekommen? Hat dich bei der Köchin reingelassen? Nix für ungut, Herr Pfarrer, ich bin durchs Klofenster eingestiegen. Ach so. Ja, und dann bin ich am Dachboden auf, nicht? Und drum bin ich dann im Finstern über eine Kiste gestolpert. Und das muss ich einer Kirchen gehört haben. Weil, wenn ich dann die Stirn wieder runter bin, bin ich an die Bratpfanne von einer Kirchen gegrinnt. Sag mal, schämst du dich nicht als Bürgermeister, ins Pfarrhaus durchs Fenster einzusteigen? Ja. Pilster, von der Pfanne kannst du doch nicht so verletzt sein. Doch, die Pfanne war ja noch heiß. Und die heißen Schwammerl, die drin waren, die sind mir um die Ohren rumgeflogen. Und eine Hand? Ja, da bin ich auf die Schwammerl ausgerutscht und hingefallen. Und dann ist mir eine Kirche auf die Bratze gestinkt. Oh. Mei, die schöne Schwammerl. Wann stirbt Holz? Geh da, Rimpfig, du Blätz. Frag doch nicht so saudumm. Als wenn ich noch gesagt hätte, was das für Schwammerl war. Muss einer schon sagen, Herr Pfarrer, eine Kirche geht schon sehr respektlos mit mir um. Als Bürgermeister, gehört sich denn dies? Da gehört sich das vielleicht, durchs Klofenster als Bürgermeister ins Pfarrhaus einzusteigen? Mein Lieber, hast du mal Glück gehabt, dass meine Köchin nicht drin war? Wenn das rauskommt, dann kannst du dir deinen Bürgermeister an den Nagel hängen. Ja, und was die Zeitungen erst schreiben werden. Bürgermeister steigt zum Pfarrersköchin ins Klo ein. Was? Um Gottes Willen. Herr Pfarrer, sagen Sie ja niemand was. Ich hab mir im Dorf nicht mehr sehen lassen. Und du, Thomas, sagst dazu niemand was, gell? Herr Pfarrer, schuld ist ja nur die gespinnerte Glocken. Ich meine, ich spende ja gern, Herr Pfarrer, aber das muss unter uns bleiben. Ja, Alois!
Ja, hast denn du einen Unfall gehabt? Au! Ja, Papa, hat die vielleicht auch ein Bachleitner seinen Hund erwischt? Mann, ich bin ausgerutscht, hingefallen und da hab ich mir die Hand verstaucht. Die? Hinterfallen? Was da hin? Herr Pfarrer, da klang mir 6.000 Euro als Spende für die Glocken. Aber natürlich, Witzner. Vergelt's Gott? Ja. Aber sind das nicht ein bisschen viel? 10.000 Euro für die Diskothek vom Streizl-Check und dann noch die Spende? Was ist los? Ich glaube, ich höre nicht recht. Ja, bist denn du narrisch? Du hast ja einen kompletten Dachschaden. Halt du dein Pappen. Riecht lieber das Verbandszeug her. Der Doktor hat gesagt, du musst den Verband erneuern. Das Geschäft mit dem Streizl-Spreck, das ist ja auch schief gegangen, nicht? Und ein paar habe ich. Wieso denn? Ja, wie ich gerade im Pfarrhaus war. Nein, ich meine, wie ich durchs Dorf gegangen bin, da ist mir der Schnitzelspeck begegnet. Und dann hat er gesagt, euer Geschäft mit einer Diskothek, das könnt ihr auch am Hutlauf stecken. Ich habe nämlich erfahren, dass mir der Hirnsberger und der Flohpichler bescheißen wollten. Und das kann ich in Rosenheim billiger haben, hat er gesagt. Da brauche ich nicht einen Bauernkauf dazu. Da kannst du ja eigentlich ein bisschen mehr schaffen. Frau Fräulein, mein Lieber, den mich nicht erwischt, der dem Schnitzelspeck das gesteckt hat. Den drei einen Grum um. Also, weil wir gerade so schön beieinander sind, Herr Filzner, wer weiß denn, wenn zur Glockeneinweihung die Sabine und ich heiraten darf. Was? Ja, ich meine ja bloß. Oder soll vielleicht die Pfarrerskirche? Nein, ist ja schon gut. Also, meinetwegen. Mein Segen habt's. Thomas! Was? Also jetzt versteh ich gleich nicht mehr. Du hast doch eine Zwetschgenmus im Hirn drin. Und hast das Umhirn vergessen. Komm raus. Dein Kopf, der braucht nicht bloß einen Verband, sondern der braucht auch ganz dringend waschen. Gelobt sei Jesus Christus. Herr Pfarrer, wir möchten ganz gerne das Aufgebot bestellen. Ist schon recht. Kommt halt in nächster Zeit ins Pfarrhaus, damit wir alles schön regeln können. Dankeschön, Herr Pfarrer. Komm, Thomas, in die Küche gehen wir jetzt lieber nicht. Da ist dicke Luft. Ja. Thomas, ich hätte mit dir noch etwas zu reden. Ah ja, einen Augenblick. Geh doch, der weiß schon voraus, ich komme gleich, ja? Ja, Herr Pfarrer? Den Sender, Thomas. Was? Den Sender. Warum denn? Aus Sicherheit, damit du nicht in Versuchung kommst und wieder aufs falsche Knöpfchen drückst. Oh. Und Thomas, heute Nacht baust du die Lügenglocke wieder ab, gell? Oh, das ist eigentlich schade. Weil, wissen Sie, ich hab mir gedacht, dass man mit so einer Lügenglocke vielleicht sogar ein Glockenspiel in Betrieb nehmen könnt. Ja, mit der Melodie Üb immer Treu und Redlichkeit. Nix da, du Lauser. Die eine Glocke hat gereicht. Thank you.